Ja, also Ashman wartet im Semifinals auf den Gewinner von Ruven und Flora, hat auf jeden Fall seinen Seed outplaced. Sechster Seed, ist jetzt mindestens Vierter. Super Leistung. Ashman hat ja schon in dem, was war das für ein Event? Oh, es geht auch schon los, okay. In dem dänischen Event sehr gut geplaced. Oh wow. Ich glaube Dritter geworden. Ja, und jetzt? Okay, man sieht direkt, die beiden haben sehr viel Respekt voreinander. Ja, Ruven muss auf jeden Fall aufpassen, wenn er nicht in Advantage ist. Mit Vantage ist das, einfach ein Big Buddy, der gekombot wird. Aber... Ja, aber Crumbs Abi hat eben durchaus Schwächen. Nachteile. Mhm. Wir hatten schon den, also Ruven hier C2. Es gab ein Upset, C3, Beißel hat ihn besiegt, 3-1. Und jetzt C2 gegen C4 um den fünften Platz. Oh, das war knapp. Ja. Fast ein netter Snipe gewesen. Okay. Oh oh. Oh. Ja, wie punisht man sowas? Ja, Hinterrollen? Weiß ich nicht. Ich habe auch so meine Probleme gegen Chrom. Oh, kleine Combo. Okay? Näher Tor ab, ja. Ja, sind ja leider sehr zur Seite anstatt nach oben. Mhm. Oh mein Gott. Ja, das war's. Die bekommt sie halt unironisch auch fast jedes Match, ne? Diese Shield Breaks. Jedes Set. Hat natürlich auch einen hohen Einschüchterungsfaktor. Mhm. Und dann nimmt man auch mal eine schlechte Option und dann passiert sowas natürlich. Ja. Ja, einmal Einschüchterung, zweitens der Hit kommt schnell, drittens Armor. Ja. Und das trifft auch an der Edge. Ja, solange man irgendwie nicht in der Klemme steckt, also wirklich in der Ecke oder sowas, dann ist der Move nicht so gut. Okay, also momentan gute Führung hier für Flora mit den Ledge Traps und den Shield Breaks. Okay. Aber endlich Ruven holt das Ding auf. Aber 75% jetzt Defizit. Aber eine Chrom Combo und es ist basically even. Ja. Die beiden haben öfter schon mal gegeneinander gespielt. Auf jeden Fall. Also in Hamburg gab es diese Begegnung öfter mal. Ja, es wird aber jetzt gerade gewallt. Versucht sehr beeindruckend von Flora. Außer diesen 0%-Kombos von Chrom habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Der Uptilt. Klatsch. Oh. Trade gut für Ruven hier. Last Stock. Da ist der Set Count 11-1. Also einmal hat Flora es auch geschafft, Ruven zu besiegen. Aber es ist sehr, sehr selten. Wird Flora es wieder schaffen, ist die Frage. Momentan sieht es gut aus. Ja, zumindest nach einem Game sieht es im Moment aus. Aber Ruven darf man nie unterschätzen. Also auch wenn es... Oh, und während ich das sage, wird Ruven einfach weggehämmert. Und das steht 1-0 für Flora. Sehr schön. Ja, also die letzte Niederlage von Ruven gegen Flora liegt auf jeden Fall schon weit zurück. United Cyberspaces Weekly 8. Im Moment sind wir
bei Weekly 48. Wow. Also liegt 40 Wochen zurück, kann man sagen, mindestens. In einem größeren Turnier haben die beiden aber nie gespielt. Ich glaube, da ist jetzt NEZ tatsächlich das Größte und auf NEZ haben die anscheinend auch noch nie gespielt. Interessant. Steht zumindest hier auf Smash, der da nicht. Da haben wir es schon wieder. Irgendwie schafft es Flora immer sehr gut, aus Rovens Kombos rauszukommen. Mhm. Und das also, ist nicht leicht. Ja, als King DDD kann man wirklich sagen, das ist eine sehr beeindruckende Leistung. Ja, durchaus. Und trotzdem viele, viele kleine Hits von Roven. Ich meine, Chrom macht dafür, dass er ein Schwertkämpfer ist, also ein Kombo-Schwertkämpfer, halt auch echt viel Damage pro Hit, ne? Mhm. Wow. Oh, das hätte ein starker Punish gewesen sein können von Ruben. Und Jab-Bag, klassische Combo. Mhm. Sowas hätte wahrscheinlich bei Roy nicht gekillt. Oh, aber direkt die Antwort zurück von Flora. Air Dodge hart gepunished. Und es bleibt spannend. Oh. Okay, Combo. Da. Und nicht den vollen Damage rausbekommen, 30%. Oh, schöner Empty Land into Up-Tilt. Air Dodge, interessant. Oh, okay. Das sah sehr komisch aus. Ja, er hat erst Rufen angesaugt, aber nicht eingesaugt. Und dann hat er halt den Gordo eingesaugt und Rufen ist hinter ihm gelandet. Hinter DDD. Oh. Oh, die Dash Attack aber killt nicht. Aber schöne Idee von Rufen. Auch die catcht den Back er nicht. Ja, King DDD ist heavy. Und ja, man merkt schon, dass Chrom an sich anscheinend auch schon Probleme hat, DDD früh zu killen. Weil das hat mich schon überrascht, dass das gerade so schwach war im Vergleich. So mit Rage und allem. Ist fast Max Rage Chrom jetzt. Oh, auch das killt nicht. Max Rage DDD jetzt, aber genau. Genau, 150%. Killt auch. Immer noch nicht gekillt. Rufen spielt Tennis mit den Gordos. Ja. Und der Down-Tilt. Das kann jetzt sehr entscheidend sein. Ja. Nach so Rufen viel muss jetzt hier wirklich den Kill finden, sonst wird es schwierig. Wenn Flora jetzt hier eine Lead aufbaut, aber es bleibt ausgeglichen. Aber auch wirklich die ganze Zeit total even. Oh, ja. Beste Option, die er, glaube ich, wählen hätte können, außer vielleicht springen und airdodgen oder so. Mhm. Ja, dieser F-Smash ist natürlich auch sehr scary. Mhm. Das ist immer besser, wenn man einfach Ruhe bewahrt. Ja. Keine Panic-Option. So, okay. Ja, also Greediness wird auf jeden Fall hart gepunished von Flora, also... Ich merke schon. Ja, wie man hier sieht, ne? Der Up-Smash hat gesessen. Also, Rufen muss hier wirklich um das Opening kämpfen. Oh. Das sieht so aus, als hätte es das gewesen sein können. Aber beide jetzt hier wieder sehr vorsichtig. Wissen ein Fehler und das war's. Mhm. Im Moment. Das sieht gut aus. Und das war's tatsächlich. Wow. Das hat sogar gekillt. 2-0 für Flora jetzt also schon. Krass. Schön, schön.
nicht. Ja. Es bleibt bei PS2. So, könnte das das letzte Game des Sets sein? Das ist eine interessante Frage. Also 3-0 überrufen wäre eine richtig starke Leistung hier von Flora. Aber es war jedes Mal knapp, muss man sagen. Also ja. Ich würde das nicht vorbei nennen. Auf jeden Fall. Nee, vorbei ist es auf jeden Fall nicht. Gucken, was hier Rufen alles für Confirms kriegen kann. A55. Das waren jetzt so 2 Confirms. 3 und F84 sind so 30% pro Confirm. Das ist machbar für Flora. Oh, sehr schön. Purer F-Smash, aber es reicht leider nicht. Und er braucht diese Early Kills. Aber er darf wiederum einfach nicht super greedy sein. Oh oh. Oh mein Gott. Das war sehr knapp. Das ist halt einfach scary, ne? Auf jeden Fall. Ich finde es interessant, wie Flora auch sehr oft den Gordo in Disadvantage benutzt, um irgendwie wieder rauszukommen. Normalerweise würde ich jetzt denken, dass Gordo mehr so ein Ledge-Trapping oder ein Advantage-Tool ist. Mhm. Aber ich finde, wie Flora den Gordo nutzt, finde ich sehr interessant hier. Ja, generell, also wenn sie merkt, dass der andere irgendwie auf naja, approachen will, dann kommt halt der Gordo raus, ne? Sie beruhigt das Spiel extrem damit. Oh, was heißt sie beruhigt? Beruhigt ist das falsche Wort, aber macht das Game viel langsamer dadurch. Gerade gegen den Charakter wie Chrom braucht man sowas. Genau das meine ich. Ja. Approached und da kommt der Gordo. Und teilweise auch so, dass der Gordo trifft, aber wenn du zu weit nach vorne läufst, trifft auch der Hammer. Genau das meinte ich. Mhm. Genau das meinte ich. Das ist halt scary. Ich glaube, dann kannst du es auch nicht punishen, wenn du den Hammer abbekommst aufs Schild. Okay, also das sieht deutlich besser aus. Oh. Wow, Down Air Enter. Das, wow. Aggressiv, und das reicht immer noch nicht. Aber nicht vorbei. Aber schöne Lied jetzt angerufen. Huch. Ja, er spielt hier auf jeden Fall clean. Aber was hat er eigentlich davor auch schon gemacht und das hat dann teilweise einfach nicht gereicht. Mal schauen. Also jetzt im Moment sieht es sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Ja. Und ja. Diesmal war es schöne Reaktion. Nicer Ledge Trap. Kann man Flora auch nichts vorwerfen. Einfach sehr gut gespielt von Ruven. Ja. Oh. Music Counterpick. Auch sehr wichtig manchmal. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch sehr entspannte Musik. Ich glaube, das ist Victory Road. Ja, genau, von Pokémon. Ja. Auch sehr beliebt. Oder? Ja. Diamond and Pearl auch einfach. So gute Games. Oh. Okay, clean 48%. Das ist schon besser als so 30% Kombos. Ja. Gegen DD braucht man da ein bisschen mehr. Oh. Oh. Ja, Rufen, im Moment ist es so, dass er einfach echt zum richtigen Zeitpunkt einfach zuschlägt. Ja. Er macht das wirklich extrem gut hier gerade. Ja. Patient, aber trotzdem ziemlich harte Punches. Oh. Die Back Air, oh, hat fast gekillt. Ist noch nicht. 140% auf DDD, aber noch. Aber Ruven ist jetzt in einer sehr guten Position, ja, auf jeden Fall. Noch hat er nicht so eine riesen Gefahr, gekillt zu werden, außer. Oh, das war auf jeden Fall gefährlich. Aber. Kriegt hier sogar den Kill aus der Situation raus. Aber ja, das an sich. Down Throw Back Air. Ist das eine Combo? Down Throw Back Air. Mit King DDD. Vielleicht, wenn man clean spielen kann, ja, also. Into Fair auf jeden Fall. Into Nair glaube ich auch.
Müsste schon, wenn es clean gespielt wird. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, und das sieht jetzt natürlich schon eher nach einem Rufen-Game aus gerade. Die Flowchart ist complete im Moment. Einfach keine Lücke mehr hier gerade. Mal schauen, ob Flora da noch was gegen machen kann. Ja, wow. Also Rufen adaptiert gerade sehr gut, muss man sagen. Aber ich bin mal gespannt. Also Flora hat halt gut vorgelegt, ne? Zwei Games schon gewonnen. Das heißt, sie hat jetzt halt einfach auch noch Zeit, zu adapten. Also schön diesen Stock noch auskosten, auch wenn es verloren wird. Dann könnte das ein sehr, sehr spannendes Game 5 werden. Natürlich könnte sie das auch noch schaffen, hier in Game 4 zu beenden. Ja, wow. Also jetzt fängt Ruben wirklich an zu freestylen hier. Es wird geflext. Aber viel Damage machen die Kombos dann halt nicht mehr mit diesen Side-Bs und One-Hit-Nairs, Landing-Nairs. Schlau. Schlau. Fair, fast voll, um runterzukommen und dann mit Up-B runtergezogen. Drag-Down, sehr schön. Und es steht 2-2. Wir haben es eben schon gesehen. Ja, ne? 2-0 hat Therion geführt und auf einmal kam Ashman 3-2 zurück. Wir könnten das nochmal sehen. Werden wir es wiedersehen, ist die Frage. Oh, jetzt kommt. Sehr guter Musikpick. Counterpick. Jetzt müssen wir noch diese Great Cave sehen von Kirby. Ja. DFD. Welche Stage sehen wir? Ich habe es nicht gesehen. Grün, wieder Hope DDD. Ja. Das ist Small Battlefield, okay. Ja, hier sieht man es auch wieder. Dieser Respekt im Neutral ist einfach sehr schön anzusehen, dass beide hier wirklich wissen, wie schnell es vorbei sein kann. Nair into F-Smash. Ja, das ist auf jeden Fall schlau. Einfach mal ein bisschen großen Damage machen, nochmal in eine Situation kommt. Wow! Und das killt tatsächlich auch. Wow. Wie früh! Und genau das war ja das Problem am Anfang für Rufen. Er hat einfach den Kill nicht bekommen. Ja. Und jetzt so früh diese Kills immer. Interessant. Hier muss Flora jetzt auf jeden Fall eine Antwort finden. F-Tilt. Schöner Update. Okay, also es bleibt even diesmal. Letztes Game war ja ein bisschen ein Stomp. Oh. Beide hier sehr low on shield. Aber Flora schlägt sich jetzt wacker. Und das ist der Kill tatsächlich. Das ist jetzt eine sehr schöne Situation hier für Flora. Genau. Jetzt einfach nicht von irgendwas getroffen werden, was zu früh killt. Bitte kein F-Smash. Ja, bei 95 kann DDD, glaube ich, echt noch ein paar Hits tanken einfach. Also Jab into Back Air, aber Jab into F-Smash wiederum. Das ist so wichtiger Damage gerade hier für Flora. Da würde mir ein bisschen bange werden, wenn ich Rufen wäre. Das läuft ihm gerade so ein bisschen durch die Hände. Und da wird die Hand gehämmert. Was kommt danach? Ashman gegen Gewinner hier. Okay. Oh,
Oh, Hoven kommt schon wieder den Ledge Trap nicht. Ein Hin und Her hier. Von Ledge zu Ledge. Und die Side B tatsächlich. Schönes Mix-up. So. Haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Jetzt kommt es auch auf die Nerven an. Mal gucken. Oh. 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 Guter Up-Smash. Hoffentlich. Oh mein Gott. Ein Hit noch. Das ist jetzt. Ja, Last Hit. Oh. Kann Rufen die Nerven behalten. Ja, Rufen braucht noch ein bisschen Damage, oder? Er braucht so ein Dragdown-Ding. Oh mein Gott. Parry reicht leider nicht für den Up-Smash. Dafür sind Crumbs Move einfach zu sicher. Oh, und der Up-Tilt. Wow. Und Flora Schöner macht Jump-Tilt. Den Upset. Stark. 3-2 für Flora.